In der Sendung Wolfram Weimer ist bei uns Publizist, Verleger, Herausgeber und Journalist. Herr Weimer, erleben wir in einer Art Zeitraffer den Ausstieg aus der Atomwende? Nee, Herr Altmaier ist von der Kanzlerin als Feuerwehrmann berufen worden. Er ist ein verdienter Feuerwehrmann und er wird seinen Job auch gut machen, da bin ich sicher. Nur warum brennt das Haus? Es ist doch so, dass der alte deutsche Spruch erst besinnt's, dann beginnt's in diesem Fall auf den Kopf gestellt wurde. Wir haben vor einem Jahr unter dem Eindruck panischer Gefühlsattacken im Hinblick auf Fukushima haben wir uns für einen Hoppla-Hopp-Extremausstieg entschieden und haben es erstmal begonnen. Und jetzt fangen wir an, uns zu besinnen und merken, naja, so wie das damals beschlossen ist, kann es ja nicht gehen. Und da fragt man sich schon, wenn wir das einzige Land sind, das so radikal aussteigt, alle anderen machen mit der Atomkraft weiter. Wenn wir uns dann so enge Zeitraster setzen, bis dann und dann muss das und das passiert sein, ja, dann hat der arme Altmaier so viel Feuer auszutreten, so schnell kann der gar nicht seine Spritze rausholen. Ja, jetzt kriegt er auch noch Mitleid ab.